So, liebe Gäste, liebe Freunde, Bekannte, trotz schönen Wetter seid ihr alle gekommen, so wie Dankeschön. Dieses Thema ist Familie die Lösung für unsere menschlichen Probleme als Frage. Wir haben sicher heute einige Antworten bekommen. Also, ich sage nochmal Danke allen fürs Kommen, speziell auch den Vortragenden. In Kärnten ist auch jemand gekommen, noch weiter von Wien. Herr Sundacke, stammt dort mit fürs österreichische Familienforum. Der tut uns immer ein bisschen anstichen, damit wir in der Steiermark was machen. So ein. Dankeschön. Ich hoffe, wir haben noch gute Leute in der Steiermark. Und letztes Mal im Herbst war auch der Magister Missedon. Hier hat er Vorträge gegeben und die sind so gut angekommen. Und mehrfach und von einigen Leuten hat es geheißen, ja, sowas möchten wir wieder mal haben. Und danke, dass wir das noch machen können, dass wir da kommen sind. Und auch der Herr Stampf wird Vorträge machen. Und so wünsche ich euch allen und uns allen einen schönen Tag heute. Wir werden jetzt circa 2 Stunden Programm haben und dann haben wir Mittagspause, wir gehen, wer will, hinüber in den Kutscherhof, da können wir essen und haben wir Mittagspause, so vielleicht 1 Stunde ungefähr und dann geht es weiter bis circa, das Rahmen mal 16 Uhr ungefähr und wenn dann viele Fragen sind, hoffentlich gibt es dann auch Antworten dazu. So bleibt man nur mehr über ein gutes Gelingen, speziell für die Vortragenden und offene Ohren für die Zuhörer. Danke nochmal fürs Kommen. Ich darf gleich. Das ist ein großes Segen. So, ich möchte mich auch von meiner Seite herzlich bedanken für euer Kommen. Es freut mich immer wieder, in Graz zu sein, vor allem freut es mich immer wieder, meinen engen, guten Freund Josef Missedon bei uns zu haben. Wir haben immer wieder sehr spannenden Austausch und ich glaube, wir werden versuchen, heute einige sehr interessante Themen aufzugreifen. Nochmal herzlichen Dank, Josef. Natürlich auch herzlichen Dank an den Johannes Stampf, dass er mitgekommen ist. Ihr habt sehr schön das Thema gesehen. Aber bevor ich sozusagen mit meinem ersten Teil anfange, überhaupt auf die Frage, möchte ich da wir eine kleine Runde sagen, es kommen noch einige dazu im Laufe Vormittag also noch und auch am Nachmittag, also es wird sich sicher mehr werden. Aber ich schlage daher vor, dass wir vielleicht ganz kurz uns vorstellen, dann kommt schon der nächste, dass sich jeder ganz kurz vorstellt mit Namen, was er in 2, 3 Sätzen nicht mehr mit Namen und dann was er macht, wieso er da ist und da ganz kurz die Runde durchgehen. Ich werde da ein bisschen auf den Zwecken zu sprechen kommen. Ja. Also wie gesagt, mein Name ist Josef Undacker, ich komme aus Niederösterreich, in der Nähe von Wien, bin ich zu Hause, meine Frau ist auch mitgekommen. Sie kommt ja ursprünglich jetzt aus dem anderen Teil der Erde, und zwar aus Kanadien, ist aber österreichische Australierin oder australische Österreicherin, ich weiß es nicht. Okay, damit gehe ich weiter. Ganz kurz, gehen wir so durch, dass er weg war. Oder sind wir so gut? Beispiel, gehen wir so durch. Ja, mein Name ist Manfred Meyer. Ich sage,
was auf den Männern ein bisschen anstieg, damit wir was machen. Und nachdem ich selbst eine größere Familie habe, ist mir dieses Thema persönlich auch sehr wichtig. Und das ist eigentlich die Motivation, warum ich mich da engagiere. Sonst beruflich bin ich selbstständig. Okay, vielleicht gibt es später noch Fragen. Mein Name ist Josef Missedom. Ich habe auch Familie, drei Kinder. Der eine macht gerade Matura, sehr spannend. Bin von der Ausbildung her einerseits Betriebswirt und Unternehmensberater und bin aber auch Psychotherapeut. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich bewege, immer zwischen Entwicklung von Menschen und Organisationen. Und das ist so mein Herzensanliegen, dass das zusammenpasst. Weil das ist ja teilweise oft fast wie ein Widerspruch. Aber das ist nicht logisch, dass ein Widerspruch ist. Und das ist mein großes Thema. Und wo ich gemerkt habe, wo es eine sehr gute Verbindung gibt, sowohl beim Mensch als auch bei Organisationen, das ist das Thema Werte. Und darum ist das immer wieder auch stark mein Vortragsthema, wo wir versuchen, wo ich das als Klammer und als Basis erlebe, wie so eine Entwicklung passieren kann. Ja, mein Name ist Johannes Schramm. Mich interessieren auch diese Themenstellungen. Ich habe mich seit den 70er Jahren mit Vereinigungsphilosophie beschäftigt und bin dadurch natürlich auch zu vielen Dingen gekommen. Vom Beruf her bin ich Gärtner und Heilmasseur. Die Hobbys sind Musik und Philosophie und alle diese Dinge. Zurzeit bin ich in Pension und dadurch ist man natürlich schon ein bisschen von der Zeit her freier. Ich mache Familie, ein Großvater von drei Enkelkindern, bin mit Familie immer befasst. Ich hoffe auf einen schönen Tag heute, informationsreich. Mein Name ist Renate Amesbauer, ich bin aus Wien und ich komme aus Wien, das ist nicht immer der Fall. Und ich bin von der Frauenföderation für Weltfrieden in Österreich. Und wir unterstützen in Wien auch die Arbeit von der Familie Gundacker, von Familienforum, weil es unser Anliegen ist, dass wir die Gesellschaft die Menschen unterstützen, für die Familie nach wie vor einen Wert darstellt. Wir haben immer wieder Gespräche mit Angehörigen von Botschaften oder mit Politikern in Wien. Und neulich sind wir auch wieder gesessen mit einer Dame aus Andorra, die haben keine Botschaft, die haben nur so ein Sekretariat. Und dann sagt sie, naja, Sie sehen auch die Familie so als christlich, mit christlichen Werten. Und dann haben wir gesagt, ja, so auf diese christlichen Werte sind uns auch ein Anliegen, war sie ganz erleichtert. Und das habe ich schon oft gemerkt. Aber wenn ich sage, wir sind so, wir arbeiten oft zusammen mit verschiedenen Organisationen, und ich sage, wir sind alle so von christlicher Herkunft, dann fühlen sich diese Menschen wohl, die sich bei uns befinden. Und wir wollen diese Stimme stärken. Ich selber bin auch berufstätig und deswegen ich bin sehr froh, dass Herr Dr. Missedom hier ist, weil ich habe in Wien schon einen Vortrag gehört und ich merke auch in der Arbeit, wenn der Betrieb mehr als nur der Betrieb, das also nicht dein Betrieb ist, ein Familienbetrieb vielleicht, wenn das darüber hinausgeht, dass man schon sehr mit drinnen hängt, welche Vorstellungen, welche Werte, Basis sind da vorhanden. Und ich habe Unterschiede erlebt. Mein Betriebsplatz ist das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser, sind ältere Menschen, das ist auch ein interessantes Kapitel. Und ich habe erlebt Zeiten, wo wir als Direktor zum Beispiel einen evangelischen Pfarrer gehabt haben und ziemlich viel Freiraum war, so ein Haus zu gestalten. Und das war wirklich sehr schön, weil einfach der Wert des Menschen einen gewissen Inhalt gehabt hat. Und jetzt ist das Kuratorium Teil des FSW, das ist eben sozialistisches Wien. Und auch da spürt man, ich denke, man spürt die Gedanken, die jemand hat, der Entscheidungen trifft. Was haben wir dazu gebracht, diese Entscheidungen zu treffen? Deswegen ist es auch für mich noch doppelt spannend, heute da zu sein. Danke vielmals. Jetzt habe ich mir erst was jetzt gedacht. Danke. Eben ist mehr Schutz, Familienschutz als Umweltschutz. Also in diesem Sinne Familienschutz sind wir sehr gefordert, uns überall entsprechend einzubringen. Dankeschön. Ja, aber noch. Ich würde auch noch ganz kurz warten. Ich? Ja. Ich habe geglaubt, das spricht für mich und das ist das Sinn.
habe ich nämlich an den Mann schon aufgeregt, dass der mich vorgestellt hat und ich keinen Mucks sagen dürfte. Und jetzt habe ich gedacht, nein, ich bin zufrieden, ich versteck mich hinter der Kamera und hoffe, es stört niemanden, dass das aufgenommen wird. Und wenn, dann bitte sagen und dann schaue ich, dass ich das ausschneide oder überhaupt nicht aufnehme. Ja, ich heiße Lilly, bin in Australien geboren, meine Eltern stammen aus der Tschechoslowakei. Damals sind 51 nach Australien ausgewandert. Ich bin in Australien aufgewachsen, habe 4 Brüder. Wir haben gemeinsam 5 Söhne. Unsere Jüngste maturiert gerade, hat noch die mündliche Matura vor sich und hat uns auch schon erklärt, wie er ab sofort jetzt nicht mehr zu Hause wohnt, weil im Sommer hat er einen Job und ab September macht er Militär. Also am 1. Juni ist er dann bei Aufnahmeprüfung für das Kommando. Und unser Leben, da muss ich drauf kommen, ich bin gerade in so einer Phase in meinem eigenen Leben, wo ich habe meine Kollegin Uno gesagt, in Englisch gibt es diesen Ausdruck Emptiness Syndrome. Ja, also ich habe nie geglaubt, dass es uns so schnell erwischt oder dass mir, weil meistens ist dieses Emptiness Syndrome ein Leiden der Mütter, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, ja, und die wissen nicht, was sie tun sollen. Wir haben eben aber vor einigen Jahren schon diesen Rollentausch gemacht und ich habe gedacht, das betrifft mich nie, weil ich bin nicht die Mutter zu Hause mit den Kindern. Ich bin berufstätig und habe mit der Frauenföderation immer mehr als genug zu tun und jetzt, wenn ich meinen Mann unterstütze mit der Familienforum, diese Videoaufnahmen und plane eben so einen YouTube-Kanal aufzubauen mit verschiedensten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ja, ich freue mich, dass wir alle da sind. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Runde heute. Das freut mich sehr. Und ich glaube, wir sollten jetzt schon weitermachen. Ich sehe schon, das wird ein spannender Tag. Herzlichen Dank. Ihr habt gesagt, das Thema, was ich gewählt habe, oder was auch. Für mich ist er in den letzten, eigentlich mit heute, mit Beginn des heutigen Jahres, das zentrale Thema. Das zentrale Thema geworden ist, Familie ist die Lösung. Familie ist nicht das Problem, es ist die Lösung. Habe ich gleich eine Frage an euch. Wer empfindet seine Familie als Problem und wer als Lösung? Oder welche, was ist stärker in euch? Habt ihr das Gefühl, ja, eigentlich meine Probleme, die belasten mich oder das ist mehr ein Problem oder mehr die Lösung? Wie geht es euch? Wer empfindet sich als Problem? Bitte kurz auf. Und der als Lösung? Gut, war? Drei. Okay. Dann komme ich zu einer zweiten Frage. Das wird natürlich diese Fragen, versuche ich dann im Laufe des Tages natürlich zu beantworten. Haben wir die Möglichkeit, zwischen wie wir unsere Familie betrachten, ob ich meine Familie als Problem betrachte oder bestimmte Beziehungen, ich muss eigentlich von Beziehungen reden, habe ich die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Problem oder einer problematischen, einer negativen Sicht und einer positiven, einer lösungsorientierten Sicht. Habe ich die Möglichkeit? Was denkt ihr? Kann ich wählen, wie ich eine Situation sehe oder sehen will? Oder gibt es, noch eine dritte Frage, gibt es bestimmte Beziehungen, die der Einzelne als Problem betrachten
oder sehen? Oder gibt es bestimmte Beziehungen, also die sehr harmonisch sind? Oder gibt es auch Beziehungen, die ihr als Problem empfindet oder erlebt? Ihr müsst das jetzt nicht, ihr könnt das bitte für euch also, dann im Laufe des Tages beantworten. Ihr müsst jetzt keine Runde mehr. Ja. Ich möchte eigentlich, also das sind die Themenblöcke, das Menschenbild, das Weltbild, wie wir auch das Leben, unsere Beziehungen betrachten. Das heißt also, dass bei mir, es ist so, jeder von uns, jeder Mensch, wir denken alle in Bildern. Wir machen uns also ein Bild schon gleich bei der Geburt. Wir haben also geistig in uns also ein Bild von den Eltern, von der Mutter. Also wir machen und wir denken alle und empfinden alle in Bildern. Ganz kurz zu den Themen. Wie geht weiter? Bis ein Schritt. Gut. Links. Links. Achso, okay. Ja, das werden die heutigen Themen sein. Und zwar, ich habe jetzt zwar nicht mehr so viel Zeit, aber das macht nichts, so lange ist es endet. Der erste Teil heißt das Ende des humanistisch-materialistischen Weltbildes. Ja? Der zweite Teil noch vor dem Mittagessen freut mich quasi der Josef Misseton bei uns sieben ist, der wird über die fünf Gründe über Werte zu reden. Zu uns einiges wird. Was mich persönlich inspiriert hat, und das habe ich auch schon auf seiner Homepage gefunden, und ich habe dann immer geschrieben, wo sind eigentlich denn die fünf wichtigsten Werte? Ja? Nur zur Vorankündigung, er hat die fünf wichtigsten Werte genannt. Erstens Spiritualität, zweitens Weisheit für sich suchen, dann Familie und Versöhnung, dann viertens lebe die Berufung und fünftens geben für andere. Das wird ein wirklich spannender Vortrag. Das nächste ist dann die drei Dimensionen des menschlichen Lebens. Der Johannes wird uns über die Rolle und auch das Ziel, also das menschliche Ziel und die menschliche Rolle einiges und auch über das Leben in unserem physischen und auch über das Leben in einer spirituellen, in einer geistigen Welt ein paar Dinge vermitteln. Und ich möchte dann zum Schluss also noch eingehen auf die Familie als Schule der Liebe und ein paar Anregungen geben, wie kann man also die vier Prinzipien der Erneuerung, habe ich es genannt. Und es wird dann noch eine gemeinsame Abschlussrunde eben, das wird geleitet von Josef Lissiger und wieder geben. Das wird spannend. Ich möchte nur ganz kurz vorausschicken, worum es mir in dieser ganzen dabei geht. Es geht hier nicht um bestimmte neue Ideen oder Methoden oder so. Was in Bezug auf die Familie wichtig und zentral ist, ist eben, dass wir darüber reflektieren, was und verstehen die innere Dynamik einer Familie, die Bindungs-, die Beziehungsdynamik. Es ist so, dass das ganze Leben und darauf wird weiter natürlich darauf eingehen, oder natürlich jeder von uns wird darauf eingehen. Das ganze Leben funktioniert aufgrund ganz bestimmter Grundgesetzmäßigkeiten. Ja. Und auch
die zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren also auf ganz bestimmten grundlegenden Prinzipien und völlig natürlichen Gesetzen. Ganz natürlich gesetzt. Aber darauf gehen wir noch ein. Der zweite Punkt ist, es geht mir darum, dass wir über wirklich prinzipienorientierte Lösungen reden und diskutieren. Es geht hier nicht um Methoden oder irgendwelche Rezepte. Es wird niemand sagen, so und so musst du deine Familie gestalten und so. Darum geht es nicht. Ja. Das heißt also zusammenfassend, wir müssen lernen, die Welt und den Menschen anders zu sehen. Und das ist der Grund, weil, wie ich schon gesagt habe, wir denken alle in Bildern, und das ist der Grund, weshalb wir über Werte reden müssen und darüber reden, was uns wertvoll ist. Weil wenn mir ein Mensch, wenn mir etwas wertvoll ist, dann werde ich ihn auch ganz anders behandeln, dann habe ich einen ganz anderen Bezug dazu. Jetzt komme ich zu dem Thema, zu dem ersten Teil, und der Frage, das Ende des humanistisch-materialistischen Weltbildes, die humanistische Ethik und ihre Folgen. Ich meine, wieso habe ich dieses Thema gewählt? Persönlich, aber auch unsere Familie und auch natürlich die ganze Gesellschaft, die gesellschaftliche Entwicklung hängt weitgehend von einer Frage ab. Und zwar, wer und was sind wir? Was ist der Mensch? Welche Rolle haben wir? Wenn ich einen Menschen nur als Funktionär betrachte, nur betrachte, ja, was müssten wir der, werde ich ihn anders behandeln, als wenn ich ihn als meinen Bruder oder meine Schwester betrachte und sehe. Wenn wir schon, ich glaube, das kann man schon über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, wenn wir da zurückblicken, dann sehen wir eigentlich, dass wir mitten in einem Konflikt immer wieder der Weltanschauungen drinsteht. Einerseits leben wir in der Demokratie, andererseits sind wir immer wieder herausgefordert, natürlich also auch der Konflikt zwischen Demokratie und totalitären Staaten. Es ist auch eine Frage des Humanismus, des säkulare Humanismus, ich sage der säkulare Humanismus ganz bewusst, und das Christentum sind eigentlich Gegensätze, weil sie den Menschen völlig anders betrachten. Ja. Ein säkularer Humanist ist anders gepolt als ein religiös motivierter Mensch. Ja. Es geht um die Frage, ist der Mensch ein selbstständiges Wesen? Haben wir Bewusstsein? Haben wir dadurch auch Freiheit und Verantwortung? Oder sind wir nur ich möchte es ausdrücken, eine Marionette? Oder sind wir
ein determiniertes Wesen. Sind wir so geprägt, wie wir sind? Oder sind wir nur ein Rad im ganzen Getriebe oder ein schöpferisches Wesen? Das ist die Frage. Es ist interessant, man und ich werde heute ein paar Mal Bezug nehmen zu einem berühmten Österreicher, zum Sigmund Freud. Ich muss gleich vorausschicken, dass ich ein sehr ambivalentes oder gemischtes Verhältnis zu Freud habe. Weil der Freud hat versucht, hinter das Wesen des Geistes in der Maschine zu kommen. Ganz kurz das humanistische Weltbild. Im humanistischen Weltbild, und ich sage jetzt noch einmal im säkularen Humanismus, steht der Mensch im Zentrum des Denkens. Das war damals sozusagen nach dem Mittelalter eine Abkehr von einem theozentrischen Weltbild, wo Gott im Mittelpunkt stand, zu einem in der Neuzeit zu einem anthropozentrischen Weltbild, wo und Anthropos, wie ihr dort seht, bedeutet der Mensch, hin zu einem menschenzentrierten Weltbild. Wo liegt jetzt die Problematik? Die Problematik liegt dort die christliche und auch nicht christliche Lehren und Religionen erkennen, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist. Eher daher ein Geist und ein Bewusstsein, das ist der Primäraspekt. Unser Geist und unser Bewusstsein ist der Primäraspekt. Umgekehrt ist es in einem säkularen Weltbild ist der sekundäre Aspekt. Ja. Und darin liegt also die Problematik. Das heißt, dass die humanistische Anschauung, und das findet man dann in allen Bereichen, in der Pädagogik, in der Psychologie und so weiter, darin sind viele Halbwahrheiten zu finden. Und das ist die Problematik. Und ich sage ganz bewusst Halbwahrheiten, weil diese Halbwahrheiten muss man wirklich erkennen. Und darauf möchte ich versuchen, noch ein kurzes einzugehen, denn in vielen Bereichen beruht eben sozusagen der Säkularismus auf einer falschen Grundannahme, auf einem falschen Menschenbild. Und diese Haltbarheiten haben Konsequenzen. Das humanistische Weltbild könnte man zusammenfassen in dem Ausspruch, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Aber wie kann der Mensch, der regelmäßig verantwortungslos und korrupt ist und auch so handelt immer wieder, das Maß ein Maßstab sein? Offensichtlich haben wir diesen Maßstab nie wirklich gefunden oder auch nie wirklich, vielleicht nie danach gefragt. Der Humanismus, wie ich schon gesagt habe, behauptet, dass der Mensch selber die höchste Entwicklungsstufe des von der Natur her hervorgebrachten Lebens ist. Er glaubt weder an einen Gott noch an eine transzendente Kraft. Und er sagt, so wie es
im Hamlet ausgedrückt ist, welch ein Meisterwerk ist der Mensch. Wie edel durch die Vernunft, wie unbegrenzt die Fähigkeit. Ganz kurz möchte ich eingehen also auf die humanistische Ethik, also da muss ich noch kurz zurückgehen. Und zwar die humanistische Ethik sagt so viel aus, und so wird es auch vermittelt, also im Lehrbuch über Ethik. Alles ist relativ. Es gibt keine allgemeingültigen Antworten auf Fragen der Moral. Und man muss sich das einmal auf die Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet, welche Konsequenzen das hat. Die humanistische Ethik nach Erich Fromm bedeutet so viel wie: der Mensch ist der alleinige Normgeber, er ist auch zugleich das Ziel und Gegenstand aller Normen. Das heißt, gut ist alles, was für den Menschen, für mich gut ist, für mich in der Situation gut ist. Das heißt, mein eigenes Bedürfnisbefriedigung, das Wohl des Menschen ist das einzige Kriterium. Das zweite, die humanistische Ethik wird nur durch die Qualität der Vernunft sozusagen begründet und durch seine Rationalität. Und so ist es dann ausgedrückt, dass die humanistische Ethik sieht in der spezifisch menschlichen Qualität der Vernunft die Bedingung der Möglichkeit zu objektiv glücklichen Normen zu werden. Mit dem Anspruch der Universalität genügend. Ich meine, wenn es keine Universalität, wenn es sozusagen keine gemeinsame Ausrichtung gibt, keine höheren Werte und höhere Instanzen gibt, ja, was bleibt mir dann? Dann habe ich keinen Bezugspunkt. Ja. Also in einem kurz, also gesagt, da muss ich noch eines erwähnen. Das heißt, dass er die humanistische Ethik nach Erich Fromm bedeutet so viel, der behauptet, der Mensch ist von Natur aus gut und konstruktiv und er hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln. Noch dem Philosophen Jacques Rousseau, der hat eines gemeint: die Menschen sind böse, eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis. Jedoch der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Genau genommen ist diese Betrachtungsweise eigentlich jetzt eine sehr illusorische Betrachtungsweise, weil es Wesentliche, weil es die menschliche Natur ignoriert. Die Realität, die menschliche Natur, die Realität ist, das ist unsere menschliche Realität, jedes Einzelnen. Wir sind in uns, und das ist nicht nur ein gesellschaftliches, das ist nicht nur ein Problem der Gesellschaft, sondern wir sind in uns mit einem Widerspruch konfrontiert. Mit einem Widerspruch zwischen Schein und Sein. Ich selber werde immer wieder, was ich jetzt in der Ecke, wo es besser, mit diesem Widerspruch in mir immer wieder konfrontiert. Und ich kann wirklich nur selber bestätigen, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die religiösen Lehren, auch die Bibel, spricht davon sehr, sehr deutlich. Das heißt, das Kernproblem ist eigentlich dieser Widerspruch in uns,
zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Denken und Handeln, zwischen Geist und Körper. Noch einmal zurückzukommen auf die humanistische Ethik. Das sind eigentlich immer wieder die Kernschlagworte, die Kernthemen, die ständig immer wiederholt werden. Das ist das Schlagwort von der Selbstverwirklichung, das Schlagwort von der Selbstbestimmung, das Schlagwort von der Unabhängigkeit, Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Aber das sind zum Teil eben oft nur Halbwahrheiten. Ich kann mich nicht selbst verwirklichen, wenn ich nur um mich selber kreise. Und ich kann, die Selbstbestimmung ist eine Illusion, wenn ich nicht weiß, wer und was ich eigentlich bin. Wenn ich nicht fähig bin zu unterscheiden, ja, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich schlecht für mich, was ist eigentlich gut und böse, wenn ich nicht fähig bin zu unterscheiden. Und so weiter. Also da kommt vorher noch was, das habe ich dann vergessen. Oben das auf der Bibelkarte. Ihr kennt in der Bibel den Ausspruch, das war vor dem Sündenfall, wo es heißt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Diese und die Kernbotschaft der humanistischen Ethik, die besagt, ihr sollt euch selbst verwirklichen und selbst bestimmen, was für euch gut und böse ist, klingt sehr, sehr ähnlich. Also, genau. Doch sehr. Ich habe ein spezielles Buch entdeckt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich habe es selber noch nicht ganz gelesen. Aber einige Passagen und einige Kernpassagen habe ich daraus entnommen. Und zwar ist das Buch von einem führenden Philosophen des säkularen Humanismus. Der heißt Paul Kurz, ist Amerikaner, hat vielleicht, ich weiß nicht, ob er deutschen Hintergrund hat, das weiß ich nicht. Und er sagt in dem Buch, die Ethik zur Ethik des säkularen Humanismus. Um zu einem höheren Niveau kreativer Entwicklung zu gelangen, müssen wir von den verbotenen Früchten, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, uns in ethischer Forschung engagieren, uns für Grundprinzipien und Werte autonomer Vernunft einsetzen. Autonomie ist ein bekannt für den Schlagwort. Dann der zweite. Das höchste Ziel zu einem anständigen Leben ist es, die Früchte des zweiten Baumes im Garten Eden zu essen, des Baumes des Lebens, um selber das vielfältige Potenzial für ein erfülltes Leben zu entdecken. Was heißt das Erste? Das kann man auch so interpretieren, dass um ethisch zu leben, muss ich als Mann oder als Frau natürlich umgekehrt zuerst eine Frau verführen, um zu wissen, was, dass er denn tun hätte sollen, dass das schlecht ist. Ja. Ich stelle das mir mal so in den Raum, sonst gar nicht. Ja. Ich meine, diese Schlagwörter, Freiheit, Gleichheit und Toleranz, das sind einmal die Grundfesten auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber wenn wir über Freiheit reden, so also allgemein in Diskussionen, was mir auch immer wieder auffällt, ist immer wieder von der negativen Freiheit die Rede.
Freiheit von Unterdrückung, Freiheit von Bevormundung, Bevormundung. Die Freiheit durch Verantwortung. Höre fast nie eigentlich. Ja. Bei der Gleichheit geht es immer nur um Chancen und Möglichkeiten. Es wird bei dem Thema Gleichheit die persönliche Reife, die Voraussetzung ist, ignoriert. Weil ein Erwachsener oder Eltern und Kinder sind eben nicht gleich. Sie sind vom Wert her, also den gleichen Weg. Ja, das ist gar keine Frage als Mensch. Ja. Aber ein Kind ist ein Kind auch in der Entwicklungsstufe und erst dann, wenn es wirklich herangereift ist, also zu einem reifen Eltern, kann sie dann wirklich erst dementsprechend einen Austausch also auch pflegen mit den Eltern, also eben auf derselben gleichen Ebene. Toleranz wird vielfach gefordert, das hört man immer wieder. Was aber gemeint ist, ist, dass man bedingungslos sozusagen den Lebensstil von Menschen, ganz egal wie der ist, akzeptieren sollte. Also damit ist jede Lebensweise gemeint. Im Grunde genommen ist das humanistische Menschenbild und die humanistischen Ideologien suggerieren zwar ein sehr positives idealistisches Bild, im Kern sind sie aber negativ und zerstörerisch. Wenn man sich auch etwas befasst, also mit seinem Verständnis vom Mensch, seinen Sexualtheorien und so weiter, dann wird man da sehr rasch draufkommen. Und die Hauptgründe sind der säkulare Humanismus verneint das Bewusstsein und die innere geistige Natur des Menschen. Der Mensch ist nur sozusagen ein funktionierendes Wesen. Und der Mensch ist ein Tier, was für seine Triebe und Neigungen nicht verantwortlich ist. Oder weitgehend. Der verneint auch die Kräfte des Bösen in uns. Ich habe einen sehr speziellen Auszug aus dem Goethes Faust 1 entdeckt. Und dieser Ausspruch widerspiegelt und drückt für mich den Geist dieses säkularen Humanismus aus. Und dort heißt es, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was hier Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennen, ein eigentliches Elend. Damit komme ich damit leite ich über zu dem Thema, sehr lange habe ich nicht mehr Zeit, zu dem Thema, warum wir sozusagen ein wertorientiertes, möchte ich betonen, Menschenbild dringend brauchen. Es ist so, das christliche Menschenbild und die christliche Ethik sind mit einem humanistischen Menschenbild und einer humanistischen Ethik nicht vereinbar. Das eine ist eben ausgerichtet auf höhere Werte, sozusagen, als auf das Spirituelle, auf
einen gemeinsamen Ursprung auf Gott sozusagen und das andere auf mich selbst, auf das momentane Befinden. Die Frage stellt sich auch, wenn das christliche Menschenbild und die christliche Ethik nicht kompatibel sind oder nicht vereinbar sind mit dem humanistischen Weltbild, stellt sich die Frage, warum konnte die christlich-konservative Seite dieser Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, nichts entgegensetzen? Die Gründe dafür, die ich nennen möchte, sind hier erstens einmal, es ist in der christlichen Theologie das Weltbild, das Menschenbild und das Gottesbild zu wagen. Das zweite ist, die Dynamik der Bindungen ist viel zu verschwommen eigentlich. Wir verstehen nicht wirklich die Kraft der Liebe, diese Dynamik der Liebe, mit der wir im täglichen Leben konfrontiert sind. Das dritte ist, dass die christliche Theologie geht eigentlich nur, also relativ wenig ein auf den Urkonflikt und auf die Konsequenzen, die dieser Urkonflikt hatte. Ich meine, man könnte über diese Themen lange reden. Ja. Wie alle wissen, ja, ist ja mein persönlicher Hintergrund, ist eben das Verständnis also der Vereinigungsprinzipien oder der Vereinigungsphilosophie. Wieso ich die Vereinigungsphilosophie als Kernlösungsansatz betrachte, ist aus drei Gründen. Und zwar, es vermittelt ein klares Gottesbild. Es vermittelt das Gottesbild, dass Gott unsere Eltern sind. Das ist nicht nur irgendeine vage Kraft oder Vater oder Mutter und so weiter. Gott ist Eltern und das hat Konsequenzen. Es geht hier darum nicht, wenn man sich in diese Frage vertieft, es geht hier nicht um den rechten Glauben, ob ich richtig liege oder nicht, ob meine Idee richtig ist oder nicht, darum geht es nicht. Weil wenn Gott Eltern ist, erst dann können wir uns als Geschwister, erst dann können wir auch persönlich eine wirklich persönliche Beziehung ganz natürlich aufbauen. Das zweite ist, es geht ganz klar auf die Grundprinzipien ein, und zwar, ich nehme diese drei Prinzipien auf das Prinzip des Gebens und Nehmens, auf das Prinzip des Wachstums und auch auf das Prinzip der Freiheit durch Verantwortung. Drittens, es vermittelt ein klares Verständnis von Urkonflikt. Dass dieser Urkonflikt mit der Zerstörung eigentlich des Zentralsten der Liebe und der Sexualität zu tun hatte und welche Konsequenzen das hatte. Und daraus ergibt sich natürlich der Ansatz der Lösung des Konfliktes. So, damit war das eigentlich schon. Gut. Das ist in kurzen Stichworten das, was mich persönlich auch sehr intensiv beschäftigt. So, damit danke für eure Aufmerksamkeit. Ganz kurz, hat jemand eine spontane Frage von euch oder etwas, was er behandelt haben möchte oder gibt es hier spezielle Fragen?
Sicherheit zu sein. So. Ich sage, das ist 5 Minuten, machen wir 5 Minuten, passt ja.